Du bist noch auf der Suche nach einer geilen Tomatensauce. Schreib mir mal, wenn du eine gefunden hast. Die würde ich dann auch nehmen. Bis dahin muss die hier reichen. Und die fängt an mit einem Klecks Öl in der Pfanne. Und da brate ich einen klingezwiebelten Stimmungskiller drinne an. Wenn das klassisch ist, gebe ich dann noch für 1-2 Minuten eine kleine Messerspitze Knoblauch mit ran. Und dann passiert schon direkt was mit den Tomaten. Die Soße würze ich mit einem Teelöffel Basilikum, einem Teelöffel Oregano, gebe dann noch ein bisschen Salz dazu und natürlich auch ein bisschen Pfeffer, rühre die ganze Rotze eben mal um und wegen der Genderneutralität gebe ich dann noch ein bisschen Petersilie mit drüber. Am Schluss kommt dann noch so ein Teelöffel Gemüsetee mit rein, dann lasse ich das so 10 Minuten lang köcheln und danach gebe ich eigentlich bloß noch 1-2 Kellen Eigenurin mit dazu oder halt Nudelwasser. Das gibt der Sache den letzten Kick. Danach, ganz wichtig, kommen die Nudeln in die Soße und nicht andersrum. Natürlich hier aufs Mischverhältnis achten, nicht, dass man zu viele Nudeln hat und zu wenig Soße. Dann das Gelumpe mit der Kelle auf den Teller schmeißen, vielleicht noch 222 Krümel Käse oben drüber streuen und fertig ist es. Und für mehr macht ihr noch das Plusroten das Herz weg. Tschüss.